Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wonders. Wir sind im letzten Part stehen geblieben mit der zweiten Welt. Machen jetzt weiter mit dem Schwebehochsprung 1, dem Abzeichentest. Ich gehe mal davon aus, dass es ein neues Abzeichen wir jetzt freischalten, wenn wir das Level schaffen. Springe durch kurzzeitiges Schweben höher als normalerweise. Timing. Also, ich muss sagen, ich bin da mit dem Schwebesprung jetzt nicht so sehr bewandert. Okay, die 10er-Coin. Tatsächlich. Bisschen tricky. Ah, verdammt. Als ob die 10er Münze nicht gespeichert bleibt. Also bleiben die mal gespeichert. Aber gibt ja den Trick mit der Stampfattacke. Mit der Stampfattacke kann man nämlich halt genau, wenn man die horizontale Position, wenn sie sozusagen dann gelockt. Ich hab mich schon gewundert, weil das sah für mich im ersten Moment so aus, als ob da schon das Levelende ist, aber ich glaube, hier brauche ich Anlauf. Ich glaube, die Sprünge sehen einfach nur schwerer aus, als sie sind. Okay. Ja, ich glaube, das Problem ist, weil ich mit dem Schwebesprung noch nicht so sehr bewandert bin, sehen die Sprünge wesentlich schwerer aus, als sie sind. Weil ich bin dann doch jemand, der am liebsten mit dem Käppi springt. Mit dem Käppi spielt. Und auch springt. Toll gemacht! Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich das anlegen? Vielleicht später. Haben wir jetzt alle Level geschafft? Ne, haben wir nicht. Hier ist noch ein verstecktes. Das perfekte Timing. Nein, nein, nein. Moment mal. Ich will, dass der rote Punkt verschwindet. Ja, ich kann mich schon erinnern. Ich glaube, das Level war sogar tatsächlich ein bisschen tricky. Ich glaube, das hier war noch nicht das Level, worüber ich meinte. Auf jeden Fall wird es immer schneller. Okay, jetzt nicht mehr. Trödeln. So schlimm war das nicht. Aber ich glaube, es gibt da noch eine schwerere Version in einem der Spezialwelten. Okay, geht's noch höher? Abzeichentest, Profi, Sprungfeder 1. Oh, nicht die Sprungfeder. Die Sprungfeder, die ist einer der asozialeren Fähigkeiten. Du bewegst dich so schüpfend vorwärts. Du kannst höher als gewöhnlich springen. Juhu!
Also das ist auch, also generell diese Profi-Abzeichen sind auch eigentlich welche, die man, die eigentlich das Spiel schwieriger machen als einfacher. Gibt da sicherlich das eine oder andere Level, wo man die gut verwenden kann. Aber in der Regel sind das wirklich Abzeichen, die das Spiel schwerer machen. Aber auch dieses Level war nicht zu wild. Aber es geht weiter. Na komm, ich schläge es jetzt mal an. Damit hoffentlich dann dieser grüne Punkt verschwindet. Oh, da ist sogar die Spezialwelt. Muss ja gar keinen Secret Exit dafür finden. Jetzt haben wir hier wirkliche Spezial... Okay, ich glaube, jetzt kommt das Level, über das ich gesprochen habe. War das für eine Abzeichnung? Ich auf jeden Fall nicht dieses. Das ist absolut ungeeignet. Ich glaube auch die falsche Mütze ist nicht so nützlich. Besonders wenn man noch die 10er Münzen sammelt, dann ist das... Oh, verdammt. Dann ist das schon relativ schwierig. Also ich glaube, ich habe es bislang noch nicht geschafft, dieses Level zu schaffen. Und auch wenn dessen alle 10er Münzen zu sammeln. Aber das Schöne ist ja, die 10er Münzen bleiben ja gespeichert. Weshalb ich den Zeitverlust jetzt nicht mehr hinnehmen muss. Das war gerade ein bisschen langsam von mir. Oh, ich bin hinten. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Aber ich glaube, mit der ersten 10er Münze wäre ich zu langsam gewesen. Also. Das ist schon eine harte Nuss, dieses Level. Es gibt sicherlich Leute, die haben das Level schon bereits geschafft, indem sie noch alle 3 10er Münzen eingesammelt haben. Phantome. Hier eine spannende Lektion. Kehre als Phantom zurück. Erleidest du ein Level, ein Fehlschlag, kannst als Phantom zurückkehren. Phantome werden sofort wiederblickt, wenn sie einen anderen Spieler berühren. Und wenn ich jemand rette, drücke X und schicke ihm einen Gruß zum Dank. So haben alle gute Laune. Ich lehne online ab. Ich spiele das hier alles alleine. Brauche eure Hilfe nicht. Das Spiel habe ich beim letzten Level mir den Mund nicht zu voll nehmen, nämlich ich spoiler nicht an der Stelle, okay. Auf jeden Fall können wir hier, haben jetzt eigentlich schon genügend zusammen direkt hier alles zu beenden. Aber trotzdem, Any Percent reicht für uns nicht aus. Watteweiche Flauschplattformen. Okay, das sind Plattformen, die schrumpfen, währenddessen kein Gegner auf ihnen steht. Und die verschwinden sogar, wenn die komplett... wobei die tauchen auch wieder hoch, die werden dann komplett für immer weg. Aber das ist falsch.
Erfahrungsbereich. Was mich jetzt stutzig macht, ist, da ist jetzt auch einiges in den Abgrund gefallen. Okay, jetzt kommen hier diese Bälle. Aber ich habe da Glück mit dem Elefant-Power-Up, komme ich da auch so hin. Auch nur Bonus. Angst, da schon bald was übersehen zu haben. Okay, aber ich sehe hier scheint eine Plattform zu sein. Na komm, aber hier oben muss was sein. Jawohl, geht doch. Ach so. Hab mich erstmal gewundert, wie ich hier hochkomme. Ist doch schön, dass ich jetzt immun gegen die Stachelbälle bin, aber wenn auch nur irgendwas auf mich steht, dann löse ich mich auf. Und ich glaube, das würde tödlich für mich enden. Hier muss ich ein bisschen denken. Ja. So wird's gemacht. Ist hier oben was? Ne. Du hast es echt drauf. Mach mal, bis die Wolf-Plattform sich aufgelöst hat. Ah, verdammt, ich hab's befürchtet. Das war ja wild. Aber ich glaube, neben einem Bonusraum, wo einiges in den Abgrund gefallen, ich glaube, da war eventuell es versteckt. Die zweite 10er Münze, aber da komme ich jetzt nicht so ohne weiteres wieder hin, oder doch? Oder was ist hier? Hier ist, nee, hier ist noch irgendwas markiert. Moment. Ah! Okay. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Speedrun durchs Level, weil wir haben ja alles gesammelt. So viel zu Speedrun, erstmal hier Zeit wasten. Komm, ich will da hoch. Ich will beweisen, dass es möglich ist. So. Ich hab Angst. So geht's. Kein spektakulärer Speedrun, aber ich hab's geschafft. Dann bin ich jetzt mal gespannt,
ob ich jetzt auch von all den Leveln, die ich bislang abgeschlossen habe, ob ich jetzt wirklich auf den 100% Kurs bin. Ja, siehst du, hier fehlt was. Weil ich glaube nicht, dass das das Level von diesem Part gewesen ist. Ne, das war vom letzten Part. Das habe ich hier beim letzten Part gemacht, dass ich da einfach eine Zehnermünze liegen lasse und das nicht bemerke. Was zum Geier? Okay. Naja, gehen wir mal dem hinterher. Ja, genau, ich kann mich erinnern, da habe ich ja beim letzten Mal mir selber so eine dumme Challenge auferlegt bezüglich, dass ich hier mit Walljumps das ganze Level schaffen will. Also nicht. Ich hab die Koopas hier respawnen. Nein! Okay, aber die respawnen, okay. Ich habe unendlich viele Versuche. Okay, das ist. Oh, und so hätte ich es mir ganz einfach holen können. Ich mache den komplizierten Weg, aber ich sehe gerade, hier ist dann die zweite 10er Coin. Das heißt, die dritte kommt erst noch. Das hier schon. Was ist denn hier? Ich meine, wenn die 10er Münze versteckt wäre, dann wäre das ja sehr dicht beieinander, aber so ist es scheinbar. Okay, dann jetzt ein weiterer Pseudo Speedrun am Ende des Levels, aber bitte ohne dich dabei umzubringen. Dankeschön. Haben wir auch hier das Häkchen? Okay, dieser Teleport hat es vollgebracht. Steht hier auf dem Schild. Fast da, der Gipfel ist fast erreicht. Doch der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. Schau doch an meinem Laden herbei, um dich mit den nötigen Vorräten zu versorgen. Und Carmack erschafft ein Bowser-Schiff. Wolkengalee im Wölkchengebirge. Also. Wir haben hier ein Scrolling-Level, das ist ja für Bowser Airship-Level. Ist das fast schon Tradition, dass sie Airship-Level sind? Man kann die auch noch sicherlich mit einer Feuerblume aktivieren und so ist es. Aber interessant, dass Mario selber davon nicht verletzt wird. Ich hätte jetzt schon fast erwartet,
dass ich selber nicht im Explosionsradius sein dürfte. Okay, hier haben wir auch schon die erste 10er Münze, auch selbst wenn ich sie nicht gesehen habe. Aber vor dem Weg, der etwas schwieriger ist, führt häufig zu der 10er Münze. Also die Bullet Bills gehen auch durch die Wand durch. Gehen wir noch einen Bonusbereich mit der 2-10er Münze. Die zu kriegen ist ziemlich simpel. Und führt mich auch direkt zum 2. Checkpoint. Und gleich kommt auch etwas, was in jedem Bowser-Level, Airship-Level einzigartig ist, und zwar das Wonder. Das sind allen 4, das habe ich schon gespoilert, dass es 4 Airship-Levels gibt. In allen 4 Airship-Levels genau dasselbe, und zwar immer dieses: ich zerstöre Blöcke. Und zwar immer in der Position von Mario. Was ich so, dass hier Nathaniel Bandy doch immer eine Super Mario Odyssey Challenge gemacht hat, wo er alle Münzen eingesammelt hat. Das ist ja besonders in diesem Level ja asozial, weil ja in jedem Block noch eine Münze versteckt ist. Was sollen wir feiern? Den Hit muss ich leider einstecken. Aber kein Problem. Du wolltest mich gerade umbringen, ja? Mal gucken, wer stärker von uns ist. Bin ich. Oh, man musste das sogar an den Rand schieben für die dritte 10er Münze. Ist ja insane. Und dann kommt man in den finalen Bereich, der Lane ist. Ja, das war's schon. Generell sind alle Förderband-Level hier. Also ja, in jedem ersten Level gibt es ja halt dieses Förderband-Level, und die sind immer, meiner Meinung nach, sind die eine Enttäuschung. Also gut wie Super Mario Odyssey ist, immer diese, sagen wir mal, finalen Sektionen, sei es die Bosskämpfe oder das Ende der Ship-Level, die sind wirklich lame in diesem Spiel. Das war ja schaurig, vom großen Höhen hälte ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt ja ein Abzeichen, das hilft, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo in diesem Berg verkauft. Falls du ein neues Abzeichen erhältst, drücke R, um dir alle anzusehen. Dort kannst du dein Abzeichen wechseln. Hier haben wir ein Fallen ohne Angst. Eine Fallen ohne Angst Sprechblase und ein Laden. Was könnte hier verkauft werden? Oh, der Rettungssprung. Fällst du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser, springst du einmal automatisch wieder raus. Wie krass, hätte man nicht vorsehen können. Dann haben wir hier noch einen Wundersamen, der gekauft werden will. Ja, und die beiden anderen habe ich schon im Besitz. Dann lege ich das auch mal direkt an. Damit hier dieses... damit dieser blöde grüne Punkt verschwinden kann. Erzähl mal, was ist unglaublich? Das war ja toll, ihr lasst euch nicht einmal von einem fliegenden Schiff aufhalten. Wenn ihr es bisher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter fertig, Bowser Junior. Der Berggipfel liegt direkt voraus. Ich glaube an euch.
Wenn der Gipfel zum Weg wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Der Countdown im Himmel. Das nächste Level, was wir angehen. Jedes Mal, wenn. Warum ist eigentlich hier diese Wolke? Warum ist die nicht so glücklich wie die anderen Wolken? Was ist mit den äußeren Wolken? Fühlt ihr euch einsam, dass ihr nur einen Partner habt anstatt zwei? Als ob sie diese Röhre wirklich reingeht. Also ich habe hier wirklich ein insanes Bauchgefühl gerade. Holy shit. Also das ist jetzt unglaubwürdig, dass ich jetzt genau ausgerechnet in den Röhren versuche reinzugehen, wo auch was ist. Aber das Schöne ist, hier ist zwei, aber wenn man zu lange den Boden nicht berührt, dann resettet sich das wieder. Und das Schöne ist, mit diesem Flug Cappy kann man ja wirklich relativ einfach, wie heißt es, kann man ja so lange in der Luft bleiben, dass sie sich wieder resettet. Okay, hier ist Timing gefragt. Ich will dann die 10er Münze fallen lassen, wenn da keine Blöcke unter mir sind. Verdammt! Hab ich jetzt mich gesoftlockt? Ich glaub nicht. Ich werde gar nicht cheaten. Ha! Aber was für ein Glück, dass ich gerade noch das Seifenblasen-Power-Up einfach noch bei mir habe. Ich habe jetzt die zwei Sprungschellen ineinander gemacht und zählt da nicht runter. Belastend, aber dank meinem Cappy kann ich ja wieder mich retten. Okay, ich wollte eigentlich das Nachfolgende einsammeln. Okay, du, was willst du von mir? Wie komme ich nach da unten? Ich glaube, ich habe eine Idee. Der Wolke komme ich nach unten. Nachdem wie die Wolke so richtig glatt gedrückt wird von dem großen Gewicht des Elefanten Marius. Ich melde hier auf jeden Fall. Ja, man kann jetzt sicherlich sich einige One-Up schnappen, wenn man viele Gegner hintereinander besiegt, aber das habe ich jetzt vergeigt. Ich dachte, sie wären zerstörbare Blöcke. Muss aber auch vorsichtig sein. Weil ich glaube, die Wolke hält nicht unendlich. Ich weiß ja nicht, was kommen mag, aber ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Fehler scheine ich ja wirklich nicht zu machen. Und dank den Samen komme ich auch an die Fahnenspitze.
Und ich habe schon vorhin gesehen, dass hier im Boden da ein verdächtiges Löschlein ist. War klar gewesen, dass hier ein Level kommt. Verschnaufpause immer im Kreis. Gegen die nachlassende Batterie. Lässt sich was machen. Dafür aber beende ich auch an der Stelle die Folge. Ich hätte die so oder so beendet, unabhängig davon, dass die Batterie nachlässt, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt in den nächsten Minuten ausgehen wird. Das, die wird noch schon ein bisschen durchschalten. Trotzdem, ich beende an der Stelle die Folge. Ich verabschiede mich. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt ihr?